So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Calvin ist ein Arschloch, der mir immer Holz klaut. Ach, das hier sieht doch schon wieder nach Schnee aus. Stell sich mal vor, Calvin würde selber an seinem Holz arbeiten. Das wäre ja effizient, aber erleben wir hier nicht. Der wird hier jetzt gleich zu dem Holzstück gehen und sich das wegnehmen. Hätte ich ihm das nicht weggenommen und er hätte da nichts in der Hand, dann hätte er das getan. Weil er ist ein Arschloch. Und ich kann ihn nicht leiden. Aber das willst du auch erwarten. Das sind halt billige Arbeitskräfte, die kriegst du halt von aus dem Meer. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn die mehr als blub blub nicht verstehen. Und nach einmal sich drehen auch schon wieder vergessen haben, was sie überhaupt getan haben. Das trifft sehr gut auf Kevin zu. Komme auch nicht mehr dagegen an, ne? Gegen diese Müdigkeit. Das ist unendlich gefühlt. Und es wird immer nur mehr. Na, deswegen ist es unendlich gefühlt, weil es immer mehr wird. Verstehe nicht, was Leute dagegen machen. Ich will keinen Kaffee trinken. Wer wird schon Kaffee trinken, wenn man da endlich mal von loskommt? Ist Koffein zu sich zu nehmen. Weißt du, wie scheiße Koffein für dich ist? Merkst du dann, wenn du einen Zug davon machst? Und nur noch Kopfschmerzen hast. Weil du so, ja, weil du schon so sehr auf dem Scheiß drauf bist, dass deine Blutbahn dich so stark verengen, wenn du damit aufhörst, dass du gefühlt nichts mehr tun kannst. Bin hier überhaupt reingekommen? Wir hier warten, bis Kevin seinen Job macht, weil er aus irgendeinem Grund meint, da hingehen zu müssen. Sehr effizient, wie immer. Kommt wahrscheinlich immer auf halbem Weg nochmal zurück, damit er sich das Holz hier vorne holen darf. Der hat da so viel Holz, ne? Und das nimmt er nicht, aber hier hinten irgendwo rennt er hin. Das ist dann wieder wichtiger. Sehe den Mann nicht. Geht das noch? Sollte noch gehen, ja.
Easy. Werden wir natürlich hier umbauen mit dem mit der Zipline nachher. Wenn das hier fertig ist, das bauen wir dann einfach höher oder so. Ja, macht wohl irgendwie doch nicht so viel Sinn für Kelvin hier extra so viel hinzutun, weil der gefühlt innerhalb von einer Minute zwei Sachen hier hinbringt. Dann hier Pause macht. Und dann erst wieder losgeht. Anstatt dass er die ganzen Bäume, die ganz nah hier dran sind, fällt. Nö, das ist dann zu viel verlangt. Wenn ich hier jetzt Holz dran tun würde, würde der sofort wieder aufstehen und mir das wegnehmen. Na, hier trinkt er. Wir kennen den Mann. Darauf darfst du dich nicht verlassen. Vergiss es. Hast du mich gehört? Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. So spielen wir hier nicht. Okay, das ist auch meine Reaktion auf sowas. Und der überlebt es halt auch einfach, weil die das nicht reinprogrammiert haben, dass der durch Wasser sterben kann. Wunderbar, danke dafür. Jetzt wird er mich hier hinten wieder nerven. Sollte aber gleich dunkel werden. Sind schon wieder Leute. Ich hab gedacht, Kelvin haut da gerade auf irgendwas ein und hab den dann da hinten gesehen, aber er hat gar nichts gemacht. Ist jetzt blöd, wenn es dunkel wird. Kommen Sie her. Der andere auch bitte. Ich hab hier noch einen gesehen. Eigentlich noch mehr als den einen. Kelvin hat den vermutlich weggelockt. Und fällt jetzt hier hinten Bäume. Da ist er. Sehen nicht mehr. Kelvin ist noch weiter weggerannt. Hier, das Holz hier hinten, das wird er doch nie und nimmer mitnehmen. Das hat er jetzt einfach hier nur abgehackt und dann hier liegen gelassen. Ne? Nur damit er hier wieder was fällen kann. Was eine Umweltsau. Einer. Hier ist noch einer. Oder weg. Hallo? Denkst du eigentlich, wer du bist? Warum ist da nur ein Holz hingelandet? Elvin? Ich habe zwei dahin geschickt. Okay, da sind zwei.
Man muss ja immer von dem Schlimmsten ausgehen und das Schlimmste, das ist Kelvin. Das wissen wir alle. Und dann gehen wir mal pennen. Vielleicht haben wir dann endlich Schnee. Aber wir haben mehr Holz wieder. Allein dafür würde es sich lohnen. Klar. Damit wir mehr Holz haben, einfach mal pennen. Aber sonst ist doch scheißegal, habe ich das Gefühl, oder? Muss doch jetzt bald auch mal Winter werden. Nicht das nächste Update hier halt einfach nicht mehr das zugefriert. Das wäre halt der größte Mittelfinger, den uns die Entwickler geben können. Nö, ihr könnt hier jetzt nicht mehr bauen. Wir haben uns jetzt spontan entschieden, da was hinzumachen. Nämlich ein großes klaffendes Loch. Genau wie im ersten Teil. Was erwartest du, was da geschieht, wenn du das machst? Was erwartest du, was da passiert? Ah. Ja, aber dann wegrennen, sobald da einer ankommt. Weil man einfach nichts drauf hat. Ist mal wieder typisch. Kelvin genauso. Bin nämlich ziemlich sicher, dass der auch Training genossen hat. Ist er wieder da? Nur um wegzurennen. Was bist du eigentlich, Junge? Wenn du dich schon nicht traust, hier gegen mich zu kämpfen, dann komm auch nicht wieder. Wo der Gipfel der, wie will ich das am besten sagen? Kevin, beweg dich da weg. Ich weiß genau, du wirst mir das Holz wegnehmen, sobald ich das hier rüber schicke. Deswegen fick dich, da mache ich nicht. Dann rennt er natürlich jetzt weg, wenn ich hier hingehe. Der Gipfel der Dreistigkeit, das wollte ich sagen. Keine Ahnung, warum Kelvin so weit weg muss. Aber so kommen wir halt zu nichts. Da kann ich in der Zeit hier einfach rüberspringen und Scheiße machen. Ich muss gleich auch noch drei Sachen machen, bevor ich schlafen gehe. Einmal den Abwasch. Was war das für ein lautes Geräusch? Dann mein Training. Und dann kurz bei Yu-Gi-Oh! Nochmal reingucken, auch wenn ich das kaum noch aktiv spiele. Ich gehe da immer daily rein und hole mir die Belohnung.
Das sind so Sachen, die ich heute noch fertig machen muss. Und dann, wenn ich die fertig habe, dann bin ich froh. Zum Glück muss ich nicht mehr irgendwie Genshin Impact oder sowas machen. Das hat mich ja gestört. Nach einer Zeit. Dass ich da einfach gar keine Zeit mehr für irgendwas hatte. Einfach nur, weil die ein neues Update da rausgebracht haben. Kevin will wieder stehlen. Und da hat er auch getan. Fick dich, Arschloch. Keine Eigenarbeit. Es ist Kelvin. Das Fickschnitzel vor dem Herrn. Guck ihn dir an. Er geht zum Wasser und nimmt mir das Holz weg, das ich hier rübertrage, was ich hier abgearbeitet habe. Anstatt dass er sich selber Neues holt. Nein. Das ist zu viel verlangt. Das kann man nicht machen. Wäre ja auch zu cool, wenn er es da hinten einfach reintun würde, aber das ist zu viel verlangt. Hier durch die Wand? Kein Problem. Ich bin Kelvin, ich kann das. Da hinten hin tun. Das Wasser, da komme ich doch nicht drüber. Und hier ist eine Wand, da kann ich Sachen durchtun. Wieso denn auch nicht? Du kannst doch auch durch Wände durchschlagen. Warum sollte ich nichts da durchtun können oder so? Gut, wenn wir ehrlich werden, Kevin würde wahrscheinlich nicht so klar reden können in seinem jetzigen Zustand. Das wird sich wahrscheinlich eher so ein bisschen lallig anhören. Und er wird wieder stehlen. Hör auf zu stehlen. Mach deine eigene Arbeit. Sei froh, dass ich dir überhaupt eine gebe. Ich kriege ja nicht mal selber eine vernünftig. Für sehr lange Zeit. Na, da kannst du froh sein, dass du so schnell eine findest. Kevin, das schon wieder gestohlen. Sieht aus, als hätte er es gestohlen. Er ist auch wieder hier. Wäre ja letzte Session schon. Genau dasselbe hatten wir letzte Session. Dass die jetzt halt auch immer mehr nerven wollen da hinten, das verstehe ich auch nicht. Ja, willst du ins Wasser gehen? Glaube ich nicht. Er trinkt da einfach nur. Oder er geht baden. So eine Taufe halt, ne? Ja, Kumpel, du wirst mir nichts tun können, wenn du da im Wasser stehst, ne? Ist, glaube ich, wirklich gerade ertrunken, der eine Typ. Ich sehe ihn nicht mehr. Mal sehen, ob die abgespeichert werden. Sollten die. Wir machen hier nämlich jetzt gleich aus.
dann würde ich doch mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.